Hier verpackt haben wir zwei Einbeinstative oder neudeutsch, wie man das so schön sagt, Monopods in zwei verschiedenen Größen. 150 cm, das ist also einmal hier das CM30M5 Carbon-Stativ und dann ein 1,80 Meter bzw. 180 cm langes CM30L5 Carbon-Einbeinstativ. Die Stative sind bis auf die Länge, also die Auszugslänge 1,50 Meter und 1,80 Meter identisch. Ich werde hier das kleinere mal eben kurz im Detail vorführen und die ganzen Angaben und alles, was ich jetzt halt eben zu dem kleinen Stativ hier so in dem Video sage, gelten natürlich auch für das große Einbeinstativ. So, jetzt fangen wir einfach mal an. Wenn Sie das Einbeinstativ dann ausgepackt haben, dann haben Sie das so vor sich liegen. Machen Sie eine Plastikfolie drumherum, die habe ich natürlich jetzt mal abgemacht. Und zum Lieferumfang gehört also auch hier dieser kleine Transportbeutel, beziehungsweise der Beutel, wo das Ganze dann verstaut werden kann. Und dann ist es immer auch gut geschützt und gut verpackt. Das Einbeinstativ selbst, wenn man es dann ausgepackt hat und hier so in der Hand hält, was zuerst auffällt, ist natürlich halt eben die sehr hochwertige Verarbeitung. Und was ich also sehr ungewöhnlich finde, weil ich das so auch noch bei keinem anderen Modell gesehen habe, jedenfalls nicht bewusst registriert habe, mir fällt auch wirklich jetzt kein anderes Modell ein, das ist, dass diese Schließen hier sind also aus Aluminium. Das fühlt sich zum einen toll an, ist nämlich recht kühl, wenn man es anfasst, bei den Temperaturen draußen sehr angenehm. Und es hat natürlich eine gewisse Griffigkeit und Stabilität. Es ist halt eben auch eine gewisse Härte vorhanden. Das gefällt mir sehr gut. Also das ist so der erste Eindruck hier von diesem Carbon-Stativ. Die Schließen, die werden also hier einfach dann, wenn man das Ganze öffnen möchte, also hier die ganzen einzelnen Segmente kurz gedreht. Dann kann man das Stativ dann einfach hier so ausziehen. Der Vorteil ist natürlich der, dadurch, dass halt eben die Schließen hier so direkt nebeneinander sind, wenn das Stativ logischerweise dann zusammengebaut ist, dass man die also hier mit einem Handgriff einfach so öffnen kann, ausziehen kann und dann ebenso beim Zusammenbauen auch wieder hier mit einem Handgriff oder halt eben auch fast, ist natürlich auch davon abhängig, wie groß Ihre Hände sind, dann hier das Stativ einfach wieder fest verschließen kann. Oben auf der oberen Seite hier, also das ist natürlich unten, da haben wir dann hier noch so einen neoprenartigen Überzug, um das Ganze halt eben gut anfassen zu können. Oben drauf ist dann hier der Stativteller, der ist in einer Korkschicht versehen, damit also hier die Kamera auch gegen Verdrehen gesichert ist. Und dann haben wir hier noch diesen Handgriff und der befindet sich hier in einer Schlaufe, auch alles aus Metall. Wenn man das Ganze dann verdrehen möchte, dann kann man hier oben auch den Stativteller einfach lösen, indem man hier oben diese 3/8 Zoll Schraube dann rausnimmt, dann den Stativteller etwas andreht und dann kann man hier unten auch den Winkel verstellen. Das kann sinnvoll sein, wenn man zum Beispiel halt eben jetzt die Kamera einfach hier oben festgeschraubt hat und sie ist halt eben jetzt fest hier in eine Richtung. Und jetzt möchte man das Ganze dann mit der Handschlaufe hier vielleicht so durch von der Seite, dann macht es schon Sinn, dass man den Griff dann auch ein bisschen hier verstellen kann. Den Teller machen wir mal wieder fest. Der Teller selbst lässt sich auch sehr gut drehen, wenn man ihn dann gelöst hat. Hat auch hier so eine Gummierung drumherum. Ist auch alles sehr griffig. Das ganze Stativ ist sehr griffig. Das ist bei einem Einbeinstativ mit Sicherheit nicht die schlechteste Eigenschaft. Auf der Unterseite, das ist das letzte Element, also das, was praktisch dann ja immerhin den Boden küssen wird, haben wir so ein Gummi hier über diesen Fuß, der dafür sorgt, dass wir halt eben hier auf so Böden, beziehungsweise hier jetzt auf diesem Tisch oder halt eben auch auf dem Holzboden, Parkett, wie auch immer, Marmor, zum einen nicht abrutschen und natürlich auch dann den Untergrund dann nicht beschädigen. Wenn wir den unbedingt beschädigen wollen, nee, das natürlich nicht. Wenn Sie natürlich jetzt draußen unterwegs sind, wo Sie mit diesem Fuß nicht mehr wahnsinnig viel anfangen können, dann kann man diesen Gummifuß einfach abschrauben, ist ein Gewinde drin. Und dann haben Sie hier eine Metallspitze, so ein Stift, so wie ein Spik fast, kann man sagen. Und wenn Sie den natürlich dann hier so auf die Wiese oder halt auf den Schotter dann so ein bisschen leicht in den Boden drücken, dann haben Sie auch ohne Gummifuß in der freien Natur mit unebenem Untergrund dann einen sehr sicheren Stand. So. Ja, das war hier jetzt im Prinzip schon die Präsentation, wie das Ganze dann jetzt ausgezogen aussieht hier, so als Einbeinstativ, das können Sie sicher halt eben denken. Ganz wichtig, wie gesagt, für mich ist die hochwertige Verarbeitung Carbon, also das ist wirklich unheimlich leicht, das können Sie jetzt nicht sehen. Also ich kann es jetzt hochwerfen, wahrscheinlich dauert es in 10 Sekunden, bis es wieder runterkommt und macht einen sehr, sehr wertigen Eindruck. FLM, Made in Germany, wie gesagt, da haben wir ja so ein paar Produkte bei uns im Shop im Angebot, schauen Sie einfach mal rein. Dieser Film war jetzt stellvertretend für die beiden Modelle. In der Carbon-Ausführung hier mit 1,80 Meter und 1,50 Meter Auszugslänge.